Grüß Gott, ich will euch jetzt auch meine Drogerie-Lippis zeigen. Und ich fange auch gleich mal an, weil ich habe leider auch welche, die zugemacht sind. Und ich will die jetzt ehrlich gesagt nicht öffnen. Ich kann da versuchen, euch einen Blogpost unten zu verlinken. Ich glaube, es wird eh nicht funktionieren, weil ja mein Blog spinnt. Aber von denen habe ich keinen. Aber das ist dieser Catrice Lippi, die habe ich mir reduziert gekauft. Der war auch reduziert, das war meine Yves Rocher. Den hatte ich aber schon mal und den habe ich auch schon mal gehabt. Also das sind halt welche, die will ich noch nicht aufmachen. Ich weiß, wie dämlich das klingt. Glaubt mir das. Ja, ich habe dann noch einen, das ist so ein Yves Rocher, so ein Lippenstift. Ja, so viel dazu. Jetzt kommen aber die ich euch auch zeigen kann, wenn die schon offen sind. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Als allererstes habe ich hier einen Lady Million Lippenstift. Das ist von diesem Duft. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man den noch benutzen kann. Ich glaube aber nicht. Ich habe den eigentlich nur, weil ich die Verpackung so schön fand und weil der Lippenstift ausschaut wie ein Diamant. Deswegen habe ich ihn noch. Weil ich glaube, den kann man gar nicht mehr verwenden. So alt ist der schon. Dann, den habe ich zweimal. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Der war limitiert und meine Kaufsucht war da noch ein bisschen größer. Und deswegen habe ich mir den gekauft. Das sind von Catrice, war das mal eine Limited Edition. Ach Gott, keine Ahnung, wie der heißt. Haare am Lippgloss, ich stehe drauf. So heißt der. Das ist ein ganz, ganz knalliger Ton. Moment. Ich habe hier kleine technische Schwierigkeiten. Ich glaube, den habe ich schon mal verwendet gehabt. Ja, genau. Den habe ich nämlich schon mal benutzt gehabt und der andere ist noch unbenutzt. Das ist nämlich in der Verpackung schon das relativ rot-pink aus und so sieht er dann aus, wenn er auftragen ist. Ich fand den so, so schön. Ich weiß nicht, mich hat da irgendwie was geritten, dass ich da alle beide genommen habe. Ich weiß nicht, was genau, aber ja, aber den werde ich dann wahrscheinlich eh in der Arbeit auch verwenden. Dann habe ich hier einen P2. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. 0, 11, 4, weiß ich nicht. Das ist sehr schön, oder? So heißt der. Ich hoffe, man kann es irgendwie lesen. Das ist so ein Taupe, Nude, sowas. Ich mochte P2 nie so gerne. Ich finde es auch blöd, dass die Marke bei uns nicht gibt. Den habe ich mir mal reduziert gekauft, weil die haben bei uns P2-Sachen beim Palmas gehabt. Das ist so ein Unterwäscheladen. Und da haben die Sachen um 2,50 glaube ich, damals reduziert. Und da war ich mit der Emi dort und wir haben Ufi gekauft. Ja, dann habe ich einen Catrice Lippi, einen limitierten. Das ist C04, den New 10. Müssten noch viele kennen. Das ist sogar ein unbenutzter. Und irgendwo habe ich da drin noch einen benutzten. Das ist nämlich mein Backup. Ich war so ein Freak, dass ich mir so viele Backups von Lippenstiften gekauft habe. Da habe ich auch den Meet Nudie. Müssen auch noch viele kennen, auch von Catrice. Auch ein Backup. Dabei kann ich diese Nude, also diese toten Nude-Dinger gar nicht mehr tragen, weil ich finde, das steht mir nicht. Früher mochte ich das so gerne. Ja, aber ich finde, mir steht es nicht. Dann habe ich hier noch einen roten. Das ist der Red Butler. Den muss ich unbedingt haben. Den habe ich sogar schon ein paar Mal verwendet. Aber rot, wisst ihr ja eh, habe ich hunderte Lippenstifte rote. Also, ja. Dann habe ich hier zwei von Essence. Das sind diese Metallic, die habe ich mir von der Arbeit mitnehmen dürfen. Weil die Dessa doppelt kommen sind und deswegen sind meine auch unbenutzt. Also das ist der pinke. Der sieht so aus. Ich hatte die noch nie oben. Ich habe die mir einfach nur mitgenommen, weil ich die unbedingt haben wollte. Und das ist der lilane. Der ist auch geil. Ich habe die noch nie oben gehabt und sagte, der ist geil. Dann habe ich zwei Make-up Factory. Einmal natürlich ein Nude. Ich mag die Make-up Factory Lippenstifte wirklich sehr gerne. Ich habe jetzt aktuell einen in der Arbeit. Den habe ich auf einer Schulung bekommen und ich liebe den. Werde sie dann sicher in irgendein Aufgebraucht-Video sehen, weil da ist nicht mehr so viel drinnen. Aber ich mag diese Muff-Lippenstifte wirklich sehr gern. Und das ist auch eine sehr schöne Farbe. Das ist so ein Lila. Voll schön. Wirklich, wirklich schön. Ja, dann habe ich wieder zweimal denselben, weil ich den unbedingt doppelt haben musste. Fragt mich nicht, warum. 20C Perfect Cream and Care. Das sind diese Manhattan-Lippenstifte. Ich habe den sogar noch mal ein drittes Mal da in meiner Swatch-Ding drin. Also ich habe den insgesamt dreimal. Dann kann ich den einen schon mal weglegen. So sieht die Farbe aus. Das ist so richtig mein rosa Nude-Farbschema. Und der war, also der ging aus dem Sortiment und deswegen musste ich den natürlich haben. Es gab nämlich mal vor ein paar Jahren einen von Manhattan.
Den habe ich mal aufgebraucht, der war mit so Pünktchen und eine Masche war da drauf. Ich weiß nicht, ob ich an die Lehrerinnen könnte, sie ist ziemlich alt gewesen und den Lippenstift habe ich geliebt. Und wie der leer geworden ist, habe ich so trauert um den Lippenstift, dass ich einen Ersatz gesucht habe und nie einen gefunden habe. Und ich bilde mir ein, das ist dieselbe Farbe, aber ich bin mir nicht sicher. Dann von Essence, Matt 02. Den finde ich auch wirklich schön und ich mag den Duft von den Essence Lippenstiften, das ist er. Oh, ich stehe auf den Duft. Ich bin eigentlich nicht so ein Essence-Lippenstift-Fan, aber ja, die gingen ja vor kurzem raus aus dem Sortiment. Und ich war brav und habe mir keine gekauft, weil ich mir gedacht habe, für was. Weil ich habe auch die Tester damals bekommen, auch so einen lilanen. Das war ein limitierter von ihnen, einer Weihnachtskollektion. Ich weiß aber nicht, ob ich den nicht weggeben soll. Bin mir da noch nicht sicher. Weil so gut gefallen tut er mir nicht. Das ist die Nummer 16. I'm yours. So sieht die Farbe aus, ist auch noch nicht benutzt. Ich habe in letzter Zeit so eine Phase, einen Lippenstift aufzubrauchen, dann einen zu benutzen, was bei mir eh nie funktioniert. Das ist die Farbe Come Naturally 03. Den finde ich auch sehr schön. Bin nur gespannt, wie der mir dann ausschaut. Dann habe ich hier einen von Trend It Up. Die Marke gibt es ja jetzt Gott sei Dank auch bei uns in Österreich. Das ist die 010 Matt. Mehr steht da nicht. Aber den finde ich wirklich gut, den habe ich mal oben gehabt. Da hatte ich auch einen Lip Liner, den Lip Liner habe ich schon aufgebraucht, den seht ihr im nächsten aufgebraucht Video. Aber der ist wirklich, wirklich schön, der Lippenstift, den mag ich echt gern. Ich habe viele Farben eigentlich, die ich gern mag, aber ja. Dann habe ich hier sogar noch einen BU, den habe ich damals auf einer Schulung von BU bekommen. So sieht er aus. Die Farbe ist auch wirklich schön, also die Farbe gefällt mir echt gut. Das ist so richtig meines. Ihr kennt ja dieses Rosenholz, das ist so, das habe ich so für mich entdeckt. Der ist auch sehr, sehr schön. Dann habe ich, den habe ich sogar drauf in Kombination mit einem MAC Lip Gloss. Das ist der Max Factor Simply Nude 725. Ich finde die Farbe echt schön. Aber ich glaube, wenn er leer gehen würde, würde ich ihn mir nicht mehr nachkaufen. Weil ich eh so viele Nude Lippenstifte habe. Er ist wirklich schön, aber nichts, was ich jetzt unbedingt in meiner Sammlung brauche. Den habe ich mir halt damals eingebildet. Dann habe ich einen Inglot Lippenstift. Inglot gibt es ja schon ewig nicht mehr bei uns. Das war die 103, das ist so ein Rot, der gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe den mal für ein Jahr benutzt, für sein Joker-Outfit, was er mal vor Jahren gehabt hat, an ein Halloween-Ding, an einer Halloween-Party bei mir zu Hause. Da haben wir den benutzt, aber ich finde, der schaut so Ketchup-lastig aus auf den Lippen. Den mag ich überhaupt nicht. Aber so für Halloween-Sachen reicht er. Ja, und das ist ein Inglot. Deswegen will ich ihn auch nicht weggeben. Die beiden hier, bei einem muss ich aufpassen, weil da ist meiner abbrochen. Die waren aus dieser Lights of Orient LE dabei bei Essence. Einer ist mir ja komplett abbrochen. Das ist der dunkle und das ist der nudefarbene. Und den nudefarbenen will ich endlich mal aufbrauchen. Der ist mir ja damals in irgendeinem Video sogar runtergefallen, aber hat es überlebt. Er war nicht dreckig, aber nichts. Nicht kaputt, nicht dreckig, gar nichts. So sieht aus. Bilde ich mir das ein oder sind die weniger als die MAC Lippenstifte? Okay, ich muss sagen, ich habe auch ganz schön viele aufgebraucht durch die Arbeit, aber ja. Dann habe ich hier einen Astor Lippenstift und die mag ich eigentlich sehr gerne. Ich finde, die riechen so gut. Das ist so ein lila Farbener. Ich kann euch den mal swatchen. Den finde ich wirklich schön. Der ist echt schön und ich finde, die riechen so geil. Boah. Leider weiß ich nicht, ob es die jetzt noch gibt oder nicht, weil seit wir Astor nicht mehr haben, weiß ich es nicht. Aber den fand ich gut. Dann habe ich einen Sleek Lippenstift. Der ist sogar unbenutzt. Den habe ich zu Weihnachten gekriegt. Das ist so ein Orange. Den finde ich voll cool. Den sollte ich mal aufbrauchen. War ich mit meinem Aufbrauchen? Ich sollte alles aufbrauchen. So sieht er aus. Der ist echt schön. Oh Gott. Der demoliert sich. Jetzt muss ich ihn noch dringender aufbrauchen. Dann habe ich einen Flomar. Die Marke gibt es ja nicht mehr. Glaube ich. Ich glaube, die haben es auflassen. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Den fand ich von der Farbe her so schön, aber der hält auf den Lippen nicht. Der ist so schön, der ist richtig knallig. Ich habe keinen Platz mehr. So sieht er aus. Der ist wirklich, wirklich schön von der Farbe her, aber das Problem ist bei dem, dass er nicht auf den Lippen hält. Und ich habe so einen Lip Liner, glaube ich nicht. Müsste ich mal schauen. Zwei noch, dann haben wir es geschafft. Der vorletzte ist einer von der Marke Dr. Pierre Ricard. Spricht man das so aus? Den habe ich mal geschenkt bekommen von einer Freundin. Die Farbe ist genau meines. Ich habe den noch in Deutschland hatte ich den mit.
Ich mag auch den Duft von dem so gern. So sieht er aus. Der ist echt schön. Den mag ich echt gern. Ich mag ihn nur nicht aufbrauchen, aber das ist bei vielen Sachen so. Das wisst ihr eh. Dann habe ich noch einen ganz, ganz abgefuckten Essenz-Lippenstift. Den habe ich immer in meiner Handtasche, weil ich den unbedingt aufbrauchen will. Das ist der Nude Love, glaube ich, hat er geheißen. Man kann es nicht mehr lesen, wie ihr sehen könnt. Der ist auch immer mal aus dem Sortiment. Nein, Blödsinn, der ist nicht aus dem Sortiment gegangen. Die haben den neu von der Farbe her gemacht, weil meine Cousine hat sich den später erst gekauft. Und da hat er mir nicht mehr gefallen. Und das ist die alte Variante, die ich noch habe, die als allererstes ins Sortiment gekommen ist. Weil die andere Variante schaut ganz anders aus von der Farbe her. Und ich finde den wunderschön. Ihr seht ja, wie klein der ist. Ich habe den bald aufgebraucht, bin so stolz auf mich. Bald habe ich ihn leer, Gott sei Dank. Ja, aber den gibt es nicht mehr. Die haben ihn ja jetzt komplett auch auflassen, soviel ich weiß. Und die Farbe, die nachkommen ist, die hat mir nicht mehr gefallen. Also, ja, ich mag aber so einen Nude. Das ist genau meins, so wie das, was ich jetzt oben habe von Max Factor. Das. Irgendeiner ist geflogen. Aber das ist nichts Neues. Ja, aber ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich den schon so weit runter benutzt habe. Ich meine, der schaut schon echt abfuckt aus. Da war ja so ein Ring halt dran, das habe ich irgendwo mal verloren. Da ist kein Strichcode mehr drauf. Da ist das total abgenudelt, die Schrift. Also, schön schauen die nach einer Zeit nicht mehr aus. Und ich glaube, das ist bei Essenz leider immer so. Auch bei Puder und so wird das nach einer Zeit so hässlich. Aber ja, den mochte ich sehr gern. Man sieht das auch, glaube ich, oder? Dass ich den sehr gern mag. Aber ja, ich bin dann froh, wenn er leer ist. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiß, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen kurz, aber ich glaube, das bilde ich mir nur ein. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was eure Lieblingsdrogerie-Lippenstifte sind. Weil, also ich, wenn ihr mich fragen würdet, naja, Yves Rocher, sehe ich das als Drogerie? Die sind schon teuer, aber, also wenn, dann Preis, mit der Preisklasse Yves Rocher und so, naja, die Matten von Essence, die mag ich schon, die da. Die sind wirklich nicht schlecht mit der Verpackung. Die sind echt nicht schlecht. Die Astor finde ich gut. Die Catrice sind eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Aber nochmal kaufen würde ich... Oh, Moment. Trended Up finde ich auch gut. Trended Up ist auch gut. Oh, und Make-Up Factory. Ist auch meins. Ja, aber sonst eigentlich eher alle. Wenn man es genauer nimmt. Ja. Aber schreibt mir mal, welche Lieblingslippenstifte ihr habt. Weil... Ich bin ein Lippenstift-Junkie und ich muss sowas wissen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!